Guten Tag, mit diesem Lernvideo möchte ich Ihnen zeigen, wie man eine Aufgabe löst zur Themosmose und die auch mit dem Thema Enzyme gekoppelt ist. Hier auf dieser Seite sehen Sie ein Enzym, das wäre dann hier die Saccharase, das Enzym, das Saccharose, den Haushaltszucker teilt und das ist eben Teil dieser Aufgabe und diese Enzyme werden wir nun etwas genauer anschauen. Nun gut, dieser erste Teil dieser sogenannten großen Aufgabe ist ziemlich ähnlich wie das, was wir bereits in diesem ersten Lernvideo angeschaut haben. Ich zeichne das auch ziemlich ähnlich. Der einzige Unterschied, ich mache jetzt tatsächlich eine Zelle, wie es hier steht, und nicht einfach eine gerade Linie. Aber wiederum geht es hier, die beiden Bereiche im Zellinnern und draußen in der Lösung zu unterscheiden. Meine Zelle ist hier einfach so kleines Oval hier gezeichnet, das ist logischerweise in der Zelle drin und hier dann außerhalb der Zelle. Wichtiger nun sind diese verschiedenen Stoffe, die wir haben. Ich nehme hier die rote Farbe für diese 10% Saccharose, das ist das Fachwort für den Haushaltszucker. Das ist in der Zelle drin, 10%. Ich mache einfach eine Abkürzung, ein rotes Krügelchen und ich kann hier ja noch 10% daneben hinschreiben. Ja, nicht so leserlich, aber Sie haben mich ja auch verstanden und es steht ja auch hier oben. Dann haben wir außerhalb der Zelle, das heißt die Lösung, das ist das, wo die Zelle darin schwimmt, das wäre ja 10% Glucose, nehme ich eine andere Farbe, sagen wir mal grün, gleiche Abkürzung, das heißt ein grünes Krügelchen und mal schauen, ob ich das jetzt deutlicher schreiben kann, 10% hier ebenso, einfach jetzt von Glucose, was das Fachwort für Traubenzucker ist. Wir haben zusätzlich außerhalb noch 5% Fructose, habe ich ja zum Glück schon eine weitere Farbe vorbereitet, das wäre dann noch orange übrig geblieben, 5% hier von dieser Fructose. Oh, hier noch markieren. Ich habe mich gewundert, wieso ich dieses Gelb-Orange genommen habe und nicht vielleicht das Blau, was leserlicher wäre. Das hat den Grund, dass das jetzt kommt und zwar steht das hier oben nicht, aber das müssen wir immer daran denken, dass bei allen Lebewesen, und das ist eine Zelle ja, ist der größte Teil Wasser. Das wäre hier alles, was übrig bleibt. Das wären also 100%, was das Totalvolumen ist. Das ist ja immer 100%, das ist ja ein Synonym für das Ganze. Minus die 10% wären dann 90% Wasser hier drin. H2O. Und ich mache mal hier 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dieser Krügelchen. Das soll 9 auf 10, respektive 90% Wasser symbolisieren. Das gilt auch außen. Wenn wir 10 und 5 zusammenzählen, Prozent, kommen wir auf 15. Das ist noch lange nicht 100. Das wäre dann hier, wenn ich das hier aufschreibe, das ist nicht so deutlich mit dem Stift hier, aber ich hoffe wenigstens korrekt, plus 5 plus 10 gibt dann 100, wären 85% ebenfalls H2O. Das hat noch Platz oberhalb hier von meinem kleinen Bild. Das wäre bereits der erste Teil gewesen von der Aufgabe mit dem Situation auszeichnen, wo die Stoffe sind von der Verteilung her. Jetzt kommt der spannendere Teil und zu schauen, was geschieht nun mit dem. Ich wechsle hier nochmals auf das Rot. Wir haben hier 10% rote Teilchen drinnen, 0% außen. Die roten Teilchen, hier die Saccharose, geht vom Ort der hohen Konzentration zum Ort der tiefen Konzentration. Ich kann ja hier noch 0% notieren. Das wäre also von innen nach außen. Allerdings stoppt das hier an der Membran, weil die Membran ist semipermeabel, das heißt halbdurchlässig, durchlässig für Wasser, undurchlässig für alle anderen Stoffe. Alle anderen heißt auch für die grünen Glucose-Teilchen, die sind ja nicht wirklich grün, das soll hier einfach symbolisiert sein, aber ich hoffe, das ist für Sie klar. Hier ebenso 10% dieser nicht grünen Teilchen gehen bis zur Membran, bleiben hier quasi ab, wir prallen hier ab, können nicht hinein. Ebenso auch für die 5% Fructose-Teilchen, die wir haben. Hier außen ist immer dort der hohen Konzentration, da wir von dieser Teilchensorte innen nichts haben. Bei dieser Aufgabe schauen wir immer die einzelnen Teilchen an. Das heißt, 5% ist kleiner als 10%, aber das sind unterschiedliche Teilchen. Deswegen müssen wir 5% mit 0% vergleichen. Dort, wo etwas geschieht, ist das Wasser, weil das ist das einzige Teilchensorte, das durch die Membran hindurchgehen kann. Hier müssen wir genau nachschauen. 90%, 85%, 90 ist größer als 85. Das heißt, Wasser geht durch die Membran hindurch und zwar vom Ort
wo es hohe Konzentration hat, heißt von innen nach außen. Als Konsequenz können wir sagen, eine Zelle in solch einer Lösung, die verliert Wasser, die schrumpft, die fühlt sich ja nicht ganz wohl, die nimmt ab am Volumen. Ich habe hier bereits die zweite Aufgabe ein bisschen vorbereitet. Die Situation außen ist ja noch die genau gleiche. Und innen hier habe ich wieder einmal ein rotes Krügelchen eingezeichnet. Das ist die 10% Saccharose, die immer vorhanden ist, symbolisieren soll. Und hier jetzt neu ein Dreieck, das soll hier die Saccharase, da ist ein deutlicher Sprechen, Saccharose ist der Haushaltszucker und die Saccharase ist das Enzym, sind beide im Zytoplasma, also im Zellinnern. Wir sprechen nachher, was diese 0,4 Mikro Mol überhaupt sind. Für den Moment ist es eine ganz kleine Menge, sodass wir das für diese Stoffprozentrechnung vernachlässigen können. Und hier symbolisch einfach das Dreieck soll sagen, eine kleine Menge Enzym ist darin. Für den ersten Teil dieser zweiten Teilaufgabe brauchen wir die Menge vom Enzym gar noch nicht, das ist ja hier erst nachher, um das zu beantworten, sondern zuerst die Funktionsweise. Das Enzym, was es genau macht, finden wir hier auf der Seite. Es spaltet die Saccharose in Glucose und Fructose, die beiden Zucker hier, das wird in die hier gespalten. Das Enzym Saccharase ist wie die meisten Enzyme sehr schnell, das heißt, wir können für diese Aufgabe annehmen, dass diese Reaktion unmittelbar geschehen ist. Das heißt, die Saccharose, die ich hier bereits vielleicht etwas voreilig eingezeichnet haben, die ist gar nicht hier drin, die wurde nämlich bereits in Glucose und Fructose gespalten, weil das Enzym hier vorhanden ist. Das heißt, diese Reaktion, die fand bereits statt in der Zelle. Ich muss also hier mein rotes Krügelchen bereits wieder löschen. Es ist nämlich nicht jetzt ein rotes Krügelchen gewesen, das wird gespalten in zwei kleinere. Ich versuche das mal hier zu symbolisieren mit einer Halbkugel. Das ist nicht so geglückt, aber ich habe noch eine andere Chance. Das soll zeigen, das war eine große Kugel, jetzt sind es zwei Halbkugeln. Das ist schon richtig so, dass diese beiden neuen Moleküle nur halb so groß sind wie das erste Molekül. Das ist ja ein Doppelzucker und das sind Einfachzucker. Aber für diese Art der Frage haben wir nie auf die Molekülgröße geschaut, sondern nur immer auf die Anzahl. Das war auch vorhin der Fall, Glucose, Fructose, Saccharose, auch Wasser ist alles unterschiedlich groß. Wir schauen hier nur immer die Anzahl an. Die hat sich jetzt hier verändert. Wir haben jetzt nämlich nicht 10 auf 100 Teilchen von dieser Saccharose drauf, also 10 auf 100 entspricht eben 10%, sondern jetzt eine Verdopplung von dem hier. Um das genau zu nehmen, müssen wir das jetzt ausrechnen. Es ist nicht nämlich einfach jetzt 20% geworden, sondern wir müssen das jetzt umrechnen. Wir hatten ja vorher von diesen Teilchen hier, hatten wir, schreibe das mal hier außen hin, 10 auf 100. Was, wenn wir das ausrechnen, oder das ist eine andere Schreibweise, war das ja 10%. Und die neue Situation ist jetzt, wir haben doppelt so viele Teilchen, das wären also 20 anstelle von 10 wie vorher. Aber unten haben wir eben auch mehr. Wir haben die 100 Teilchen von vorher, plus noch die 10 Teilchen, die wir jetzt zusätzlich gewonnen haben. Das heißt, das Gesamtvolumen hat sich ebenfalls verändert. Das können wir jetzt ausrechnen, oder aber wir nehmen so eine Taschenrechner-App zu Hilfe. Das wäre so eine Taschenrechner-App, also klar kann man das auch im Kopf rechnen, aber ich möchte hier zeigen, dass es wirklich so funktioniert. 20 durch, jetzt müssen wir doch etwas Kopf rechnen, 110 wäre das die Summe unten, und jetzt muss ich den Taschenrechner kurz verschieben, dass ich hier nicht auf den Kopf drücke, 0,18, das wären also, anders gesagt, 18%. Die wir hier jetzt haben, sind also nicht ganz 20, wie wir es vielleicht falsch gedacht haben, sondern 18%. Sind wir bereits im Schwung drin vom Rechnen, das müssen wir nämlich jetzt auch noch machen von Wasser. Da haben wir ja eben vorher diese 9 Teilchen auf 10 Wasser hier drin. Auch das müssen wir jetzt neu ausrechnen von den Wasserteilchen. Hier hatten wir eben vorhin ausgerechnet 90 auf 10 Teilchen von Wasser. Das wären hier also immer noch die 90, aber das wäre jetzt eben mit diesem neuen 110, da das Gesamtvolumen sich auch geändert hat. Auch das rechnen wir zur Sicherheit im Taschenrechner aus. Das wären also 90 durch 110. Das haben Sie sicher schon im Kopf inzwischen selber herausgefunden. Ich drücke mal auf gleich 0,818. Das wären also 82%, wenn wir das hier 82% Wasser ausrechnen und jetzt doch noch etwas Kopf rechnen, plus 18% gibt wieder 100%. Das wäre also die Situation.
Ich schreibe das mal hier hin für das Wasser. Das wären also 82%. Ich spare mir jetzt all die anderen Teilchen zu überlegen, wo die hinfließen. Könnten wir natürlich machen, aber das wäre genau gleich bei der ersten Aufgabe. Der Fall ist klar, weil die nur auf einer Seite innen oder außen sind. Geht hier gelb, grün, je nach dieser Richtung. Rot möchte nach außen, kann es aber nicht. Wir schauen das Wasser an. Jetzt hat sich das geändert. Wir hatten vorhin ja 90%, das zu den 85% nach außen geflossen ist. Jetzt hat es außen mit 85% mehr als innen mit 82%. Das heißt, in dieser Situation würde Wasser von außen nach innen fließen in das Zellinnere. Das heißt, die Zelle würde hier an Volumen gewinnen. Durch diese Enzymaktivität hat sich hier also alles gerade umgekehrt. Wir haben hier jetzt mehr Teilchen drin, das osmotische Gleichgewicht hat sich verschoben und der Wasserfluss hat sich sogar umgedreht. Beinahe fertig. Wir haben hier noch die letzte Aufgabe, wo einige von Ihnen ja etwas Mühe hatten, obwohl die eigentlich am einfachsten ist und Sie da nicht einmal rechnen müssen oder dürfen, je nach Geschmack, müssen nur überlegen, was eigentlich Eigenschaften von einem Enzym sind. Wie viele Enzyme ist wohl noch nach einer Stunde vorhanden und nach zwei Stunden? Die Zeitangabe kommt hier gar nicht darauf an. Ich könnte auch fragen nach 10 Millisekunden oder nach 10 Stunden. Es ist so, dass das Enzym nicht verbraucht wird. Das heißt, diese kryptische 0,4 Mikromol, was eine Einheit aus der Chemie ist für eine sehr kleine Stoffmenge hier, die bleibt genau vorhanden. Das sind auch nach einer Stunde 0,4 Mikromol und auch nach zwei Stunden 0,4 Mikromol. Das Enzym ist wie ein Werkzeug, das wird bei der Reaktion hier bei dieser Spaltungsreaktion nicht verbraucht. Wir haben stets gleich viel Enzym vorhanden. Das ist ähnlich wie wenn Sie einen Hammer haben und mit Nägel einschlagen. Sie können 5 Minuten lang Nägel einschlagen, eine Stunde lang, 2 Stunden lang. Sie haben immer einen Hammer. Die Menge Hammer, die Menge Werkzeug, die bleibt gleich. Genau so funktioniert es auch mit dem Enzym. Hier müssen wir nicht einmal das mit dem Mol verstehen. Das schadet sicher nicht und freut den Chemielehrperson. Aber Sie können das einfach übernehmen. Die Menge, die bleibt konstant.